Herzlich willkommen zum allerersten Video hier auf Goat Food. Hier dreht sich alles um das niceste Essen auf dem Planeten, the greatest of all time. Und heute das allerbeste Gericht, ja, Carbonara. Wir haben hier erstmal Joel hinter der Kamera, vielen Dank für die Hilfe als Kameramann. Ihr seht ihn auch hier im Bild über die andere Kamera. Wir haben uns hier mit dem Kamerasetup echt was aufgebaut. Wir haben einmal die Kamera hier, die den Bereich filmt. Wir haben die Kamera hier, die von oben filmt und die Kamera, die den ganzen Rest sieht. Wir können das bestimmt im Schnitt so hinkriegen, dass ihr alles sehen könnt. Von daher mega nice. Jetzt zum Gericht, zum Video. Wir wollen ein teuer versus günstig Video machen. Heißt, wir gucken uns an, schmeckt Carbonara mit den teuren, auch teilweise Originalzutaten nur am nicesten oder kriegt man das auch mit günstigeren Zutaten hin? Wir haben hier zum Beispiel uns Pancetta, Schinken geholt, Schweinebauch ist das ja. Ja, wie man sieht hier schon beim Preis, ist schon ein bisschen teurer, muss man ja einfach sagen, im Vergleich zu so einem ganz normalen Bacon, wie man das hier auch einfach kennt. Und ja, wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze auswirkt. Wir haben hier noch Schalotten, dann habe ich eine rote Zwiebel, ganz normale Zwiebeln habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Wir haben Parmesan hier, wir haben teurere Nudeln hier. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze auswirkt im Preis und gucken einfach am Ende mal, was dann am besten schmeckt. Deswegen bleibt dran und jetzt geht's los zum Kochen. So Leute, als allererstes fangen wir jetzt erstmal damit an, dass wir das Nudelwasser aufsetzen. Ich habe vor, dass wir die günstige Version in so eine Art One-Pot-Gericht machen. Das heißt, wir machen einmal erst die Nudeln hier drin und später auch die Soße. Da muss man am Ende weniger abwaschen. Und bei dem teureren mache ich das einfach in zwei Töpfen, weil theoretisch, wenn man mehr Geld hat, hat man ja auch einen Geschirrspüler, wo man das einfach alles easy danach reinballert und dann juckt einen das ja nicht, wie viele Töpfe man benutzt. Deswegen hier machen wir zwei Töpfe. Ich fange jetzt erstmal an, das Nudelwasser zu machen und dann geht es gleich weiter mit der Soße. Also die Salzmenge muss natürlich auch mal passen. Wir hauen da jetzt einfach mal so gute anderthalb Teelöffel, habe ich da jetzt mal rein, so einen gehäuften. Es soll ja ein bisschen salzig sein, aber die Soße wird nachher am meisten Geschmack geben, deswegen müsst ihr jetzt auch nicht übertreiben mit dem Salz. So, jetzt machen wir beides erstmal auf volle Pulle, damit das kocht. Und am besten natürlich noch Deckel drauf, damit die Hitzeentwicklung schneller da ist. Und ja, dann fangen wir jetzt mit der Soße an. So, während die Nudel bzw. das Nudelwasser warm wird, fangen wir mit der Soßenentwicklung an. Das heißt, wir reißen erstmal hier die Packung Bacon auf. Den Bacon brauchen wir hier nachher für die Soße. Das heißt, den Bacon schneiden wir jetzt erstmal so in Streifen, also beziehungsweise in Streifen ist er ja schon. Wir schneiden ihn erstmal so in kleine Stücken. So, dann haben wir den Bacon schon mal hier so ein bisschen kleiner gemacht. Den können wir jetzt erstmal hier so an die Seite packen. Ich slide den hier mal so ein bisschen hin. So, und jetzt müssen wir uns an Pancetta ranwagen. Das muss ich erstmal öffnen. Boah, riech mal, Junge. Boah, Traum, Alter, Traum. Das ist heftig. Also beim Pancetta sieht man definitiv die Maserung, hier das Fett. Und ist halt sehr, sehr intensiv, weil das halt luftgetrocknet ist. So, beim Pancetta haben wir ein ganzes Stück. Das heißt, da werde ich jetzt erstmal eben ein bisschen die Haut trimmen, weil ich da jetzt nicht so Bock drauf habe, da diese etwas festere Haut zu essen. Aber auch auf jeden Fall darauf achten, dass dann hier das Fett dran bleibt, weil das Fett ist ja nachher das, was nachher den Geschmack auch gibt. So, der Pancetta ist jetzt komplett getrimmt. Das Nudelwasser wirkt sich auch schon gefährlich heiß an. Das heißt, das werden wir jetzt mal direkt in Angriff nehmen. So, der erste Nudeltopf ist ja jetzt schon bereit, der andere heizt noch hoch. Jetzt nehme ich die Pancetta und schneide das wirklich ungefähr so dünn, wie auch der Bacon ist. Ihr seht, es ist ungefähr so 2, 2,5, 3 mm breit. Ich versuche jetzt hier relativ dünne Scheiben runterzuschneiden. Und ihr seht ja auch schon an der Maserung des Fleisches, dass das ganz schön viel Fett enthält. Das ist nachher genau das, was wir wollen zum Anbraten. So, das Nudelwasser vom anderen Topf ist jetzt auch durch. Beziehungsweise ganz genug, würde ich sagen. So, der Nudeltopf eskaliert. Das ist drin. Bei dem anderen hier vorne muss man zwischendurch gucken, dass es natürlich nicht überkocht. So, jetzt nehme ich diese ganzen Pancetta-Stücke, die ich hier geschnitten habe. Nehmen wir einfach alle und dann können wir die einfach so runterschneiden, dass da auch wieder so in etwa die Stücken bei rauskommen, die wir beim Bacon haben. Die sind jetzt hier etwas länger, die Streifen.
Ich werde die dann gleich noch ein bisschen halbieren. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr mächtig aus hier. Dann fangen wir jetzt damit an, dass wir in dem Topf hier die Soße zubereiten für das tollere Gericht. In der Zwischenzeit, während die Pfanne aufheizt, können wir ja schon mal die Zwiebeln schneiden. Der Topf für die Soße ist jetzt mega hot, das heißt, wir packen das Pancetta rein. Ihr hört schon das leichte Sprizzeln. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Wie ihr sehen könnt, hat jetzt hier der Schinken schon einiges an, einmal an Aroma gewonnen, aber auch an Farbe gewonnen. Das heißt, dazu geben wir jetzt einfach die ganzen Schalotten dazu. Dazu nehme ich die einfach mit dem Messer hier so auf und dann halte ich da so ein bisschen mit der Hand gegen und hebe die da einfach rüber und lasse die dann hier in den Topf fallen. Die Schalotten sollen jetzt nur so ein bisschen Farbe nehmen. Und weil wir extra fancy sind, wollen wir dazu jetzt auch noch ein ganz bisschen Knoblauch einpacken. So, den Knoblauch packe ich jetzt auch dazu. Ziel davon ist einfach, dass er so ein bisschen seinen Geschmack abgibt. Muss jetzt aber gar nicht so braun werden oder so oder geröstet werden. Einfach nur ein bisschen in diese Masse, die wir jetzt hier erzeugt haben. Ihr seht auch ein bisschen, dass die Säfte so ein bisschen weggegangen sind. Nur wenn man das so schief hält. Das heißt, das Fett ist auch schon einmal ein bisschen verdampft, aber auch ein bisschen in die Schalotten mit reingezogen. Und wir haben auch ein bisschen am Boden, wie man das hier sieht, schon so leichte Röstaromen konnten sich schon bilden. Und am Schinken selber sieht man ja auch schon, dass der ein bisschen dunkler wurde. So, darauf gießen wir jetzt einmal, Sahne. Man sieht dann auch schon direkt bei der Sahne hier, wie das ein bisschen dunkler wird, einfach durch die ganzen Röstaromen. Das ist auch total erwünscht und auch voll okay. So, ich gieße jetzt mal die Nudeln ab. So, wir nehmen jetzt hier den kompletten Bacon und den packen wir jetzt in die heiße Pfanne. Ihr hört das auch. Es geht direkt los. So, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt schon einige Röstaromen am Boden gebildet. Jetzt hauen wir mal die Zwiebeln dazu. Ich mache jetzt auch eben die Power wieder ein bisschen runter. Wenn ihr nicht so der mega Zwiebelfan seid, dann nehmt einfach nur eine halbe. Kommt die Schlagsahne auch dazu. Jetzt werden wir das Ganze abschmecken. Ich habe jetzt hier einmal das gute alte Persiensalz und den guten Teli Cherry Pfeffer. So, für die teure Portion, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Körner. So, ungefähr, so die Menge. Packe ich jetzt hier einfach mal in den Mörser. Jetzt nehme ich ein bisschen was von dem Salz hier. Nehme jetzt mal so ungefähr die Menge. Hauen wir da mal mit zu. Jetzt nehme ich hier den Stößel vom Mörser. Und dann kann man da einfach erstmal so ein bisschen draufhauen. Damit es erstmal so grob kaputt geht. Und dann könnt ihr anfangen, das Ganze einfach so, ja, einfach zu stößeln und zu mörsern, wie auch immer man das nennen mag. Um das Ganze jetzt ein bisschen rauszukriegen, einfach ein bisschen weiter, so ein bisschen rumschlagen. Und dann könnt ihr das hier einfach reingeben, auch nicht keine Scheu haben, wenn das alles auf einen Punkt fällt. Das kann man durch viel Rühren einfach wieder aufheben. Dann verrühren wir das Ganze ein bisschen hier. Also ich sage euch jetzt schon mal, Leute, der Geruch und die Textur ist schon mal, also das ist schon mal ganz, ganz krass, muss man einfach sagen. So, wir werden jetzt einfach nur so ein bisschen Salz noch reinpacken zum Abschmecken. Falls am Ende zu wenig sein sollte, nehmen wir sonst noch ein bisschen mehr und nehmen dann ganz normalen Pfeffer. Wir sehen hier so ein bisschen den Vergleich einmal hier, so im Zwischenergebnis, wenn ihr einmal guckt. Wenn man jetzt hier so auf den Löffel filmt, man sieht hier, es ist definitiv insgesamt flüssiger, deutlich schneller vom Löffel läuft. Und bei dem hier ist definitiv jetzt schon mehr Cremigkeit da. Das ist echt dickflüssiger als das andere. So, jetzt nehmen wir nochmal die Petersilie für die teure Variante. So, und dann nehmen wir die Petersilie und hauen die hier zur teuren rüber. Beim günstigen, wenn ihr ein paar Kräuter haben wollt, aber euch einfach ein bisschen weniger holen wollt, dann kann ich euch empfehlen, weil das so ein schöner Kräutermix ist. Hier gibt es ganz einfach zu kaufen, auch bei Lidl. Salatkräuter sind natürlich jetzt mehrere Kräuter, sind auch so Sachen, glaube ich, drin wie Zwiebeln und so. Zwiebeln, Petersilie, Schnittlauch, Knoblauch. Aber es ist, finde ich, ein ganz nice Verhältnis und ich habe das Gefühl, da ist relativ viel Petersilie drin. Und davon können wir einfach so einen kleinen Schuss nehmen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber könnt ihr einfach so einen kleinen Schuss nehmen. Dann rühren wir hier das nochmal ein bisschen rein. Schmecken, abschmecken. Ja, schmeckt schon gut, aber
Schmeckt billig. Sowieso. Also wenn man jetzt hier einfach schon mal den direkten Vergleich sieht, einfach auch wegen den frischen Kräutern, sieht das natürlich farblich schon deutlich, deutlich ansprechender aus. So, wir nehmen das Ei jetzt einfach, schlagen es einmal ein. Und das geben wir dann hier einmal ins Günstige rein. So, jetzt ist ein bisschen Speed geboten, weil wenn ihr das jetzt einfach so drinnen lasst, dann wird das stocken. Ihr müsst das jetzt einfach schnell verrühren. Man sieht das jetzt auch hier, wie das ganze Eigelb hier so ein bisschen reingeht. Und jetzt, damit das nämlich nicht irgendwie stockt, müsst ihr auf jeden Fall die Nudeln dazu geben. Wir nehmen die günstigen Nudeln und kippen die jetzt hier einfach dazu. Massieren wir die mal in die Soße ein. Jetzt machen wir die gleiche Prozedur, weil da unterscheidet sich das Gericht jetzt, egal ob teuer oder günstig, nicht. Dann nehme ich das Ei hier einfach und dann einfach zack. Hier tun wir es einfach auf einen Löffel platschen lassen. Dann können wir das ganze Eigelb jetzt hier auch einmal einrühren. Geht ihr einfach einmal rein und dann rührt ihr das Ganze einfach ein. Wie ihr seht, es stockt nicht. Es vermischt sich einfach mit der restlichen Soße. Und auch hier wollen wir das jetzt aber trotzdem nicht, dass das in irgendeiner Form stockt. Deswegen nehmen wir jetzt hier auch einfach die Nudeln und geben dann das Ganze hier dazu. Ich versuche es ein bisschen aufzufangen. So, auch hier wird das Ganze jetzt einfach eingearbeitet. Okay, Freunde, jetzt geht's tatsächlich ans Probieren. Wir haben jetzt hier beide stehen, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Einmal das Teure, einmal das Günstige. Ich persönlich muss jetzt schon mal sagen, von der Optik finde ich, sieht beides sehr, sehr ähnlich aus, so farblich gesehen. Weil die Nudeln haben fast den gleichen Farbton wie die hier, sind ja jetzt auch beide benetzt von der Soße. Jetzt werde ich da jetzt einfach mal reinsliden und werde das hier einfach mal so an der Seite so ein bisschen aufrollen. Boah, das wird jetzt aber auch schon eine richtig große Portion. Let's see. Sehr, sehr cremig. Man schmeckt auf jeden Fall den Bacon natürlich logischerweise raus, den Parmesan auch. Kräuter muss ich sagen, schmecke ich jetzt nicht wirklich raus, aber war ja auch nicht so mega viel drin. Aber vom Gesamtergebnis bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Ich finde, es schmeckt mega nice. Wenn du das so im Restaurant kriegen würdest, wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf die Variante 2. Jetzt einmal das Teure. Gucken wir mal, wie das jetzt schmeckt mit dem Pancetta. Boah, das kriege ich ja kaum rauf. Warte, ich nehme mir mal einen Löffel. Ich rolle das hier einmal mit der frischen Petersilie und dem Parmesan so ein. Das wird auch schon wieder so eine Monsterportion. Junge, Junge, Junge. Ich muss sagen, das schmeckt sehr gut. Das schmeckt auch sehr gut. Ich persönlich finde das hier einen ganz kleinen Ticken besser. Es schmeckt definitiv noch cremiger. Es schmeckt geschmacklich noch intensiver. Auch ein bisschen salziger, aber es hat auf jeden Fall, ich sag mal, so einen vollmundigeren Geschmack, weil das hier, man schmeckt definitiv mehr von diesem Schinken und gleichzeitig auch dieses leicht Fettige durch das Fett von dem Pancetta und die Sahne, alles zusammen mega heftig. Hier schmeckt man noch ein bisschen mehr, finde ich, die Zwiebel raus, ist ja auch logisch, haben wir ja auch dicker geschnitten. Hier die Schalotten schmeckt man nur so einen ganz leichten Hauch raus, aber finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Meine Empfehlung von beiden jetzt, ganz ehrlich, wäre trotzdem die günstige, weil ihr kriegt, finde ich, fast den gleichen Geschmack. Also, er schmeckt wie im Restaurant. Das hier schmeckt auch wie im Restaurant, aber das schmeckt so ein bisschen wie im Edelrestaurant. Auch so vom Flavor, von der Bräunung, des Schinkens und so weiter. Aber ich finde, vor allen Dingen, wenn man zu Hause sich mal schnell eben Nudelrezept machen will, dann ist das definitiv der way to go. Mein persönlicher Favorit, das hier aber definitiv, wenn ihr mal irgendwie ein Date haben wollt und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr flexen wollt mit euren Kochkünsten, dann ist definitiv das hier euer Ding, weil das schmeckt sehr, 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 sehr vollmundig. Und ich würde sagen, mit dem Ergebnis schließen wir das Video ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr neue Videos sehen wollt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.